Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's The Division 2. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ich nach Einführung des Title Updates 4.0 mir erst einmal das exotische Holster besorge. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst bitte ein Like da und denkt bitte auch über ein Abo nach. Und jetzt erstmal viel Spaß! So, Title Update 4.0 ist raus und die erste Maßnahme, die ich durchführen werde, ist mir das exotische Holster besorgen, das für Pistolenbild geeignet ist, da mir Pistolenspiel gerade sowieso unheimlich viel Spaß macht. Und zwar beginnt das hier bei der Inaya Al-Khalik. Da kann man die Mission starten. Hier, Holsteraufklärung auf nach Westen, junger Agent. Es gibt Berichte, dass ein fehlendes Museumstück in mehrere Teile zerlegt wurde. Informationen aus der Bevölkerung deuten darauf hin, dass eins der Teile bei einer nicht näher bekannten gegnerischen Fraktion am westlichsten Kontrollpunkt in DC gelagert wird. Das heißt, wir müssen zum westlichsten Kontrollpunkt. Wenn Sie weiterhin erstmal kaufen natürlich. Wir kaufen alles, zack. Tschüss. Und dort bekommen wir das erste Teil. Wir machen mal ein klein bisschen Let's Play heute. So. Spielen werde ich allerdings das Ganze mit meinem Sturmgewehrbild, der auf Berserker basiert, weil es einfach mit Pistole jetzt einfach zu lange dauern würde. So, der westlichste Kontrollpunkt, das müsste der hier sein. Die Ufertankstelle. Da begeben wir uns jetzt hin und holen uns das erste Teil für das Holster. Das ist nicht wirklich ein Teil zum Craften, sondern das ist so immer ein Teil, um ein Projekt zu erfüllen. Dann kommt das nächste Projekt, dann kommt das nächste Projekt und ganz am Ende bekommt man jetzt eigentlich alle Teile und die Blaupause zum Craften. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 Schritte hier. Aber wir fangen erstmal hier an. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So, hier ist es, glaube ich, jetzt auch egal, welche Stufe der Kontrollpunkt hat. Später müssen wir Kontrollpunkte der Stufe 4 erledigen. Bei dem hier ist es noch vollkommen Rille, so wie ich das in Erinnerung habe. Also auf dem PTR war es so, dass das egal ist, welche Stufe. Oh, hier ist ein Gegner. Los, los, los! Ja, willst du meine Stimme? Hallo! Das bremst den Eindruck. So. Sich nähernde Feinde erkannt. Ach, jetzt sieht man auch schön hier neben der Munitionsanzeige diesen orangenen Balken. Der zeigt dann an, wie lange es noch dauert, bis man Spezialmunition bekommt. Das ist auch eine kleine Neuerung mit dem Title Update 4.0. So weiß man eigentlich immer genau, wann die nächste Spezialmunition zu erwarten ist. Ich spiele auch die Präzisionsschützen-Skillung. Die neue Spezialisierung werde ich mir ein andermal angucken. Aber im Moment ist die Präzisionsschützen-Spezialisierung die einzige Spezialisierung, die tatsächlich noch irgendwas, sag ich mal, DPS-technisches für Waffenhandling mit beisteuert. Alle anderen Skillungen oder Spezialisierungen sind da ziemlich stark, ja, eigentlich überflüssig geworden. Dadurch, dass wir jetzt bei jeder Spezialisierung uns die Waffen aussuchen können, die wir verstärken wollen. Kopfschussschaden aus der Präzisionsschützen-Spezialisierung zählt allerdings nur noch für Gewehre und Scharfschützengewehre. Also da hat man keinen Vorteil mehr draus. Wenn man jetzt mit einem Sturmgewehr zum Beispiel spielt und mit einem LMG. Aber die 30% Waffenhandling, die sind doch enorm. Also es macht sich deutlich bemerkbar in meinen Augen. So, wir sind auch schon da. Dann rufen wir mal die Verstärkung und übernehmen den Kontrollpunkt. Ich hatte nicht nachgeladen, glaube ich. Wirft einer eine Granate durchs Haus, übers Haus rüber. Hammer. Oh shit. Der hätte mich, glaube ich, gar nicht getroffen, wenn ich da geblieben wäre. Oh, was ist denn das hier? Hau ab. Ich muss woanders hin. Ein weiterer Gefallener.
In Schutt und Asche! Scheiße auf den Bund! Scheiße! Bin auf falscher Position! Na, wirft schon wieder einer eine Granate. Oder einen Molotow-Cocktail. Einer noch, glaube ich. Auch noch einer. So, wo bleibt die Verstärkung? Noch 85 Meter entfernt. Die kämpfen, glaube ich, gerade, ne? Scheiß auf dich und deine Freunde. Registriere zusätzliche Feindkontakte. So, von wo kommen sie? Von da hinten. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Die nächste Welle kommt von dort. So, jetzt müssen wir noch auf die Verbindung. Auf die Verbündeten warten. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Und dann haben wir den ersten Schritt geschafft. So, von wo kommen sie? Von da hinten. Wir bewachen mal die Tankstelle so lange. Zivilisten in Gefahr. Ja, die kommen nicht wirklich näher. Das ist Crap jetzt hier. Die bleiben schon hängen schon wieder hinten fest. Das ist Shit. Das ist jetzt irgendwie... Oh, verdammt. Ich wünschte, es würde endlich was passieren. Tja, das ist ein Fehler. Hier hängen sie fest. Oh, verdammt. Ja, dann kann ich den Dings nicht erfüllen, wenn die hier hängen. Ach, ärgerlich. Warum ist denn das jetzt verbuggt hier? Port mich mal kurz weg und dann komme ich wieder her. Vielleicht geht das irgendwie. Fängt gut an. Fängt gut an. Nahrungsvorräte entdeckt. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. So, übernehmen die den jetzt wenigstens irgendwie, wenn ich nicht da bin? Sie bescheinen sich zu bewegen. Da kann ich mich nicht hinporten. Kann ich mich da anporten? Ja, da kann ich mich hinporten. Mal gucken. Ich hoffe, das klappt jetzt noch so. Ich muss an die Kiste oben ran, an die große. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Zivilisten in Not. Passt da. Da drüben, seht! Gepanzerter Feind erkannt. Eieiei. Vorsicht, Granate! Schieße jetzt! Da drüben ist jemand! Schieß einfach! Nächstes Mal zu. Granate, jetzt! Geschafft, glaube ich. Das zählt, oder? Ja. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Zivilisten in Gefahr. So, und hier müsste jetzt das Teil drin sein. Ja, da ist es. Holster, Schnellspann, Ledergut. Plündern. Und jetzt können wir das im Hauptquartier abgeben, glaube ich. Jetzt müssen wir das erstmal spenden.
Zielprojekt. Spende ansehen. Spenden, jo. Manny hier. Eines ihrer Projekte ist bereit zur Fertigstellung, Agent. Ja, müssen wir am Hauptquartier abgeben. So, und danach müssen wir, glaube ich, dann jetzt drei Level 4 Checkpunkte machen. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich hab, was Sie wollen, Agent. Wir haben, was wir brauchen. Danke. So, wir kriegen dann quasi gleich das Folgeprojekt, glaube ich. Ja. So, Speerham berichtet, dass drei der verschiedenen Komponenten im Besitz von unterschiedlichen Personen der diversen Fraktionen sind. Ihre Verhaltensmuster deuten darauf hin, dass sie nur in der Nähe von Kontrollpunkten erscheinen, wenn die Alarmstufe hoch genug ist. Locken Sie die Ziele vor, indem Sie die Kontrollpunkte in die höchste Alarmstufe setzen. Und das machen wir jetzt auch. Wir müssen von jeder Fraktion einen Alarmpunkt befreien und den vorher auf Stufe 4 kriegen. Dazu müssen wir erstmal gucken, welche Fraktion den Punkt gerade besetzt hat. Sieht man das auf der Karte eigentlich, welche Fraktion den zum Beispiel gerade hat? Hyenas. Kriegen wir den auf Stufe 4? Den können wir auf Stufe 4 heben. Dann fangen wir mit dem auch an. Dann geht's mal dahin. Ich werde versuchen, das alles alleine zu machen. Da keine Lust jetzt groß auf eine Gruppe. So, bei Stufe 4 werde ich nachher wahrscheinlich auf mein LNG-Build switchen. Bei Kontrollpunkt Stufe 4 ist schon hart. Es ist vergleichbar mit heroisch. Im Gegensatz zu heroischen Missionen scheinen aber Kontrollpunkte durchaus zu skalieren. Das heißt, ein Kontrollpunkt, den man alleine macht auf heroisch oder auf Stufe 4, sind nicht so viele Gegner da. Oder es sind nicht so viele Gegner da, als wenn man in einer Gruppe wäre. So, wo ist eine Hinrichtung nach vorne? Ich hoffe, dass ich das nicht wieder verkacke. Vorräte entdeckt. Zivilisten in Not. So, was haben wir da? Ja, nicht besonders eigentlich. Ein Hammer-Guy. Bevor noch mehr kommen. Jetzt hab ich. Wo kommen sie denn? Da kommen sie. Hat einen erwischt! Geisel reden. Wo ist er? Wo sind die, mit der ich reden kann? Ach, hier. Mein Retter. Ich kann Ihnen nicht genug danken. So. Alarmstufe 2. Dann gehen wir erstmal ins. Ich hab mich verguckt. Ich muss. Das hier muss ich machen. Den Propaganda-Dingensbummens. Gehen wir hier hin. Munition haben wir noch genug. Muss hier irgendwo hin. Habe ich was Falsches markiert? So. Ja, wenn jetzt da durchlaufen, triggern wir das. Wir laufen einfach hier außen rum.
Geräte entdeckt. Hier sind so eine... Was auch immer, für welche sind hier diese komischen mit den Pfeilbogen? Ja, jetzt brauchst du auch keine Granate mehr werfen. Dude. Übertragung erkannt. So, wo ist denn das Ding noch da? Das ist gar keine Deckung. Ach, da war er. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang angehalten. Hier ist er. Manuelle Kontrolle erforderlich. Jo, wir holen ja schon den Schlüssel. Rationen in der Nähe. Ich bin echt gespannt mit dem Holster und Pistole. Pistole ist so schon gar nicht unkonkurrenzfähig. Mit dem Holster wird das echt gut. Schade, dass das mehr Bonus auf Revolver gibt als auf... Also nicht für alle Pistolen zählt, sondern die 20% Damage Bonus tatsächlich für Revolver ist. Bei Revolver habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber diese 20%, was ist das? Handling und Präzision und so? Das ist schon nicht ohne. Du kriegst deine Deckung. Manuelle Kontrolle erforderlich. Und dann hat das Ding ja noch 3 Mod-Slots, wovon glaube ich 2 Angriffs-Slots sind. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So, Alarmstufe 3. Dann müssen wir jetzt noch, hier war noch irgendwie so ein, hier, Territoriumskontrolle. Das machen wir noch. Ich habe lange keinen Kontrollpunkt der Stufe 4 gemacht, weil ich die ganzen Blaupausen relativ zeitnah mir erfarmt habe und irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht, die Kontrollpunkte der Stufe 4 zu machen, weil sie irgendwann auch keine Blaupausen mehr gegeben haben. Man konnte also nicht alle dort bekommen. Mal gucken, wie schwer das inzwischen geworden ist. Verbündete Kämpfer in der Nähe. Wo ist er hin? Der hat sich doch ein bisschen bewegt, ne? Okay. Oder war der LMG-Typ schon down? Er hat noch Munition über! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Kommt natürlich genau von hier. Zugangsschlüssel entdeckt. War nur einer? Kämpfer entdeckt. Und? Habt ihr ein paar Löcher zu viel? So, dann haben wir Stufe 4 erreicht.
Mit dem Kontrollpunkt. Der müsste dann auch gleich da vorne sein. Jetzt nehme ich dann aber tatsächlich eine andere Skillung. Schauen wir mal. Wie schwer das heutzutage ist. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ich greife hier eigentlich gerne von Süden an, um sich da am besten zurückziehen kann. Hier ist halt immer ein bisschen doof, weil ganz oft die Verstärkung genau hier aus dem Ding rauskommt. Nahrungsvorräte entdeckt. Also gucken wir mal. Hier ist auch gerade alles ruhig. So. Oh, hier vorne ist schon einer. Ich habe jetzt ein 163er Magazin, das ist schon echt geil. Fährt hier irgendein Auto rum? Heiter, wenn wir das gleich mal wegmachen. Lebensfunktionen kritisch. Kriegen wir den anders weg? So. Geht schneller. Wo ist ein Heiler? Ah, der Heiler ist. Oh shit. Zack. Betrachte es als zerstört. Schon wieder einer im Geschütz. Ich mach das schon. Ein Scharfschützengeschütz, ne, glaube ich. Diese Nemesis ist einfach overpowered, also das ist... Ah, mit meiner Maus. Jetzt hänge ich wieder am Ende vom Mausbett. So. Ja, die ist einfach echt scheiße, zu stark. Das war einmal in die Mauer. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Der Bunny ist da. Oh, der Offizier ist down, ne? Muss ich den retzen, oder? Das ist, geht doch sonst in die Hose hier. Fährt irgendwas. Ah, shit, von da kommen welche. Das war haarscharf. Sofortige
medizinische Hilfe erfordert. Das Ding ist gleich hinüber. Ich krieg keinen Zivil. Auto am Boden. Die sind jeden Abend. Ich brauche endlich in Deckung. An mich nicht. Ja, kommt mal wahrscheinlich dran, liebe Leute. Oh, das ist nicht gut, glaube ich. Aber auf keinen Fall. Lebensfunktionen kritisch. Kann das Treffer mehr aushalten? Das ist nicht ewig durch. Na, treffen wir seine Hand nicht. Doch, jetzt. So. Das Teil hat er, glaube ich, erst der dann hier angreift. Jo, jetzt geht's erstmal los. Oder ist hier schon was bei? Nein. Granate. Ach shit, die kommen jetzt von hier schon langsam. Mal aufpassen. Die sind ganz schön dicht hier. Da muss noch irgendwo einer sein, oder? Na, Granatenmannequin. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das geht ja gar nicht. Hier rechts läuft einer neben mir. Weiß nicht, wie weit er kommt. Ganz schön dicht. So. Valentin ist da. Valentine. Ah, shit. Komm, lad nach. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. So, Valentine, jetzt bist nur noch du übrig. Oh, das ist ein Typ? Hier ist eine Olle, ne? Also nicht eine Olle, aber eine Frau. Oh, die haut ganz schön rein. Ne, aber nicht mit uns hier. So, und da ist auch das Teil. Naja, eigentlich relativ einfach. Also früher war nicht schwerer, aber da hatte man, glaube ich, noch nicht das Equip einfach. Holster, verziertes Lederholster. Das erste Teil haben wir. Die Hyenas haben wir
Abgehakt. Fehlen noch True Sons und Outcast. Sammeln wir erstmal ganzen Loot ein. Stellt Wachen auf. Danke für die Hilfe, Agent. Sie war nötig. Müssen wir gleich wieder umschalten hier. Na, das war jetzt ganz blöd. So. Froh, dass sie im Team sind. Na gut. Oh, die sah gut aus. Die hatte 3 offensive Attribute. Die Fenris Group. Ich finde es einfach schade, dass es zur Fenris Group Brust so wenig gute Alternativen gibt. Dass das die einzige ist, die 2 Perks haben kann. Das ist richtig. Ja. Shit. Weil man die halt für viele Builds dann verwenden kann, aber diese plus 10 Schaden Sturmgewehr sind dann immer verschenkt, ne? Das ist ein bisschen schade. Also es wäre schon schön, wenn es mehrere Brüste oder Brustteile mit 2 Talenten gehen würde. So, ich mache ganz kurz Pause und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Jetzt nehmen wir uns die True Sons oder so vor. Was haben wir denn hier noch für schöne Stützpunkte, die wir hochbringen können, so schnell wie möglich? Den finde ich generell irgendwie ein bisschen doof. Was denn hier? Kann man auch nicht wirklich hochschießen. Aber das ist schon so mit einer der... Hey, hier sind so viele Patrouillen. Welche geht denn jetzt hier hin? Der wird gerade angegriffen, ne? Kann sogar sein, dass der hier jetzt gerade angegriffen wird. Hm. Dann ist es wieder so bescheuert, da muss man das wieder ewig warten. Was haben wir denn hier drüben? Mal hier irgendwas Cooles, was schnell geht. Der hier oben scheint 3 zu haben. Muss mich auch beeilen, dass ich die hier abfange. Das kriege ich sogar hin. Das sind auch Hyenas, den wollen wir gar nicht. Was haben wir denn hier? Outcasts. Das könnten wir hinbekommen. Die kriegen wir hin. Die Outcasts, theoretisch. Dann reisen wir mal hier hin. Die Reihenfolge ist egal. Also die Reihenfolge, wenn jetzt Hyena zuerst macht, Outcast zuerst, das ist egal. Hauptsache Stufe 4 Stützpunkt. Von jeder Fraktion einen. Warte mal, wie rum ist denn die Karte gewesen? Ich will... hier hin. Warum? Es ist egal, wie rum. Wir müssen nach Süden. Dann zack, zack. Renne, mein lieber Junge. So, öffentliche Hinrichtungen. Da haben wir alles. Nicht allzu viel. Wen hat's erwischt? Da ist einer. Ja, wo kommen die jetzt her? Wieder irgendwo durch. Oh, da sitzt da einfach noch einer irgendwo. Ah, das ist noch gar nicht der Nachschub. Jetzt kommt der Nachschub. Zusätzliche Feindkontakte. Jo, die kommt von hier. Das war's, oder? Mist!
Da oben ist er. Mit der Geisel reden. Gut, Stufe 1. Nein, Stufe 2 haben wir jetzt dann. Auf uns warten noch mehr Kämpfe. Das andere war gar nicht so weit weg. Genau. Der gleiche quer durch sein. Exakt, exakt, exakt. Noch irgendwo Loot vergessen? Da ist noch was. Ach, scheiß Lieder. Brauchen wir nicht. Theoretisch habe ich auch gehört, dass es ändern, dass es jetzt auch auf herausfordernd und schwer bei den täglichen Aufgaben 500er Loot gibt, wenn man schon 500 hat. Also man muss nicht mehr unbedingt heroisch spielen. Das muss ich aber erst noch testen, ob das wirklich so stimmt. Ah, wieder nicht nachgeladen. Na, wo ist er? Da ist er. Halt. Doch hier. Sich nähernde Feinde erkannt. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Zugangsschlüssel entdeckt. So, auch das sollte erledigt sein. Dann haben wir Stufe 3. Und jetzt müssen wir hier rüber. Können wir eigentlich auch laufen. Lohnt sich nicht zu porten, oder? Na, laufen wir hin. Da laufen wir hin. Was haben wir jetzt hier? Propagandasendung, war klar. Hier vorne steht er schon. Ich hänge irgendwie fest. Nein, ich hänge nicht fest. Oh, nicht gut. Die True Sons halten uns für wahnsinnig. Sie nennen uns Monster. Zugangsschlüssel entdeckt. Aber es gibt doch nichts, was wahnsinniger oder monströser ist, als ein Kind seiner Familie zu entreißen und es verängstigt und allein strafvoll fortgesetzt.
Kommen die da durch, ja? So, jetzt haben wir Stufe 4. Manuelle Kontrolle erforderlich. Ich muss nochmal drücken. War das schon durch? Angst ist unser primitives. Ah, jetzt. Man feiert sich ein Kontrollpunkt in der Nähe. Aber begegnet man am besten als Gemeinschaft. Kommen Sie zum Campus. So. Hier ist er. Stufe 4. Ich weiß gar nicht mehr, welcher ist denn das? Heißt, das Ende der Welt. Was war denn das? Der sich die Menschheit seit Jahrhunderten stellen muss. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Da draußen gibt es Siedlungen, die neu entstehen und unsere Fehler wieder gut machen. Ziel in der Nähe. Jetzt hat er, es ist ja umgesprungen auf das Kopfgeld. Hier will ich hin, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Trinkwasser entdeckt. Das Ende der Welt. Welcher Punkt war das? Ah, okay. Okay. Ich vermisse dich so sehr. Ich werde deinen Namen rächen. Für all die Verlorenen. Ich Verstärkung hier sein. Ist eine doofe Stelle gerade hier, also Treppe hochschießen ist immer doof. Wo kommt's? Hier ist ein Auto irgendwo. Da ist es. Immer scheiße. Ja, die hauen ganz schön rein. Renn doch mal dabei. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Und wir sind weiter weg hier. Ah, die Verstärkung ist schon da, die kommt von der anderen Seite. Geiselnahme in der Nähe erkannt. Ja, dann ist es, muss ich doch nicht daran. Komm, steh auf. Bringt das was? Nee. Da war da mal noch einer, da waren noch zwei. Der ist bestimmt da hinten durchgerannt. Muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht von hinten irgendwie umzingelt werde. Das war natürlich keiner von den Bösen. Feuer gelaufen. Ziemlich blöd. Wo ist der denn hin? Er geht natürlich wieder zurück. Jetzt kommt aber schon Verstärkung. Jetzt muss ich aufpassen müssen hier. Oh, der ist ganz schön dicht. Hau ab. Deine Tasche, jawohl. Jetzt sehe ich gar nicht hier. Und der Typ vom Kontrollpunkt ist down.
Kann ich schnell retten, ohne dass Gefahr besteht? Ja, der Gegner ist unten. Ich mach dich. Ich mach Schrott aus dem Ding. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ah, nicht getroffen. Ah. Irgendein anderer ihn erwischt. Hier liegt irgendwo. Ja, shit, ich hab's noch. Ich hab's gehört. Wie kommt jetzt von hier hinten auch was? Wo ist denn da einer? Lass sie uns nicht in Ruhe. Okay. Brauche Deckung! Warte nach! Gleich brennst du! Na, ich komm da durch. Ah, jetzt muss ich ja wieder durch. Kommt der hier raus? Oh shit, das war jetzt blöd. Keine Munition gehabt im Gurt. So, feindlicher Anführer hier hin, ist aber noch einer. Genau hier hoch. Da ist er, Spike. Ein Scharfschütze. Oh shit, so ein Scharfschütze mit diesen explodierenden Pfeilen. Die sind doof. Was heißt doof? Die sind schwer. Gefährlich. Rum? Nee. Das Ziel befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Geschafft. So, und hier haben wir jetzt nämlich dann Holster. Geölter Hammerschutz. Haben wir das zweite Teil auch? Zwei von drei. Einer noch. Das waren jetzt, was habe ich gesagt? Das waren Outcast jetzt, ne? Genau. Wir brauchen noch Tucsons. Wir gehen erstmal schnell in den Vorratsraum und looten ihn erstmal und dann geht's auf und dann suchen wir uns einen Checkpoint von den Truesons. Habe ich bei den Kränen vorhin den Raum gelootet? Ja, ich glaube ja. Das stimmt, da habe ich Pause drin gemacht. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr so. Was haben wir denn hier? Petrov Defense Group. Oh, hat scheiß Stats. Das gibt's auch mit zwei Offensiven. Ist egal, nehmen wir erstmal alles, ne? Gucken wir nachher durch. So. Haben wir alles. Materialien noch einsacken. Unten lag noch ein bisschen Loot, glaube ich. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwo einen Checkpoint finden von den Truesons. Komm ich hier hoch? Wie sind die da hin? Ah, hier. Gekommen. Haben wir irgendwo überhaupt erstmal einen Truesons, ne? Passt doch. Den kriegen wir auch hin. Was haben wir hier? Eins, zwei. Ah, der wird gerade angegriffen. Das ist dann wieder schlecht, weil das wieder dauert. Ich guck mal, haben wir einen anderen? Wenn nicht, nehmen wir den. Ist dann egal. Mal zur Not ein bisschen warten. Hier ist noch einer. Was haben wir hier? Hyenas. Hyenas. Outcast.
Hier können wir nicht. Den kriegen wir nicht hochgelevelt. Den auch nicht. Hier haben wir noch einen Outcast. Keine True Sons mehr hier irgendwo. Die sind nicht so weit vorgedrungen. Oder hier ist was. Aber hier haben wir nur zwei. Den kriegen wir eventuell nicht auf drei. Das wäre verschenkte Zeit. Hier. Hier kann man, hier kann man, hier kann man. Aber das ist dieses bescheuerte Ding im Tunnel. Ich finde den schwer. Ist egal. Eins, zwei, drei. Ja, den machen wir. Den machen wir. Bauen wir uns hier hin. Gibt wenigstens genug Deckung da unten. Ja, aber die, wie gesagt, die Stützpunkte Alarmstufe 4, das ist nicht mehr so schwer, wie es mal früher war. Oh, das kommt dann nicht mehr so schwer vor. Machen wir es mal so. Wir fangen an. Wir gucken mal, was das ist. Da fangen wir mal an. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Territoriumskontrolle. Ne, das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist der hier. Das ist der falsche. Wir müssen... Ach, wieder Propaganda. Propaganda ist ätzend. Weil es einfach langweilig ist. Feindliche Übertragung empfangen. So, ja, wo stehen denn hier die Typen dazu rum? Da stehen welche rum. Oh. Na, scroll mal erstmal weiter. Roll mal weiter. Mein Gott. Scheiße. Oh Mann, ey, wenn man Doppelspace drückt in der Nähe von der Deckung, geht er einfach in Deckung. Ja, er rollt dann nicht. Also ich bin zu blöd zum Drücken wahrscheinlich. So. Und wo kommen sie? Und da. Noch mehr? Und hier. Da ist er. Feindliche Übertragung erkannt. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Achso, den Schlüssel brauchen wir. Na, dann holen wir den. Was ist denn für ein Plakat hier? DC Unite. Vorgang fortgesetzt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Jo, mach mal schon. In den letzten 7 Monaten haben wir alle einen Teil von uns okay. verloren. Aber wir dürfen jetzt... Auf zum nächsten Territoriumskontrolle. Das geht immer relativ zügig. Kommen wir hier nicht durch, dass er uns den Weg da drum außenrum vorschlägt? Doch, komm mal rüber. Jo, passt.
sich nähernde Feinde erkannt. Zugangsschlüssel entdeckt. Na, noch welche? So, jetzt. Zivilisten in Not. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. So, Stufe 3. Na, komm. Jo, Stufe 3. Und jetzt hier. Und dann ist, glaube ich, der schwerste Teil geschafft. Der Rest ist dann relativ easy. Da muss man irgendwie nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Das geht dann auch relativ schnell. Hinrichtung. Hältst du dich nur an oder bist du so blöd? Ich überrasche sie. Zusätzliche Feindkontakte. Noch einer? Da, da kommen sie. Das sind die neuen. Er kommt von der Seite. Mann am Boden. Ich mach's. Was zum Henker? Und jetzt verblutet. So, schon erledigt. So, Stufe 4, der Kontrollpunkt. Dann gehen wir mal da rein. Das machen wir aber von welcher Seite gehen wir rein? Erstmal schon wieder umschalten schnell. Wir gehen von... Und hier gehen wir rein. Schwer gepanzerter Nachschubkonvoi erkannt. Ach, da drinnen war das so blöd mit dem Abschießen von dem Signal, ne? Aber es gibt, glaube ich, da ein Loch irgendwie oben, sodass das dann geht. Aber man muss, glaube ich, erstmal ein ganzes Ende reinrennen. Ich bin, glaube ich, von der anderen Seite, als ich eigentlich wollte. Kann ich nämlich nicht feuern. Ja, das war hier so ein bisschen blöd. Muss ich nämlich erstmal ein ganzes Ende alleine kämpfen. Von der anderen Seite ist, glaube ich, das, wo man besser rankommt. So, hier. Geht das hier? Nee. Geht das hier? Ja, hier geht's. So. Renn erstmal wieder ein Stück zurück. Der hat auch ein Geschütz gestellt. Ich habe das Gefühl, die haben LMGs ganz schön das Handling doch wieder geändert. Da schießt irgendwo einer mit einer Schrotflinte oder Granaten? Nein, der schießt mit einer Schrotflinte auf mich. Treffe ich den nach? Nee. Ja, wollte ich mal anders machen. Ah, das wackelt so. Aber ich habe ihn.
Ja, aber erstmal aufpassen. Kommt hier einer um die Ecke? Komm raus, los! Ja. So nicht, mein Freundchen. So nicht. Das sind jetzt zwei, das ist nicht gut. Das ist zu viel hier um die Ecke. Gereicht, leider. Rationen in der Ja, ich bin absolut nicht der Sniper-Typ. Absolut nicht. Aber die Waffe ist schon cool, die Nemesis ist schon geil. Wenn sie so gepanzerter Feind erkannt. Ja, wenn sie so schön stillhalten, geht das, ne? Sergeant Crawford. Will mich hier umzingeln und schafft's auch. Mal gucken. Oh, er trifft seine Hand nicht so richtig. Ne, macht keinen Sinn. Oh, er trifft mich auch nicht wirklich. Hat jemand eine Weste übrig? Ah, einer von uns. Der Offizier ist schon wieder down. Oh, shit, 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 shit. Früher sind die auch irgendwann, glaube ich, richtig gestorben. Das ist, glaube ich, ja auch irgendwann gefixt worden, dass sie gar nicht mehr sterben. Damit ist das nicht mehr so schlimm. Ich muss ihn trotzdem schon irgendwie retzen hier. Ah. Kommen wir jetzt mal zum Retzen hier irgendwie. Jetzt ist er irgendwie runtergefallen. Hinter mir ist einer. Das ist schon die Verteidigungsrunde, ne? Jetzt hier quasi über die Angreifer. Sich nähernde Feinde erkannt. Oder? Oder kam mir jetzt auch noch irgendwie eine Patrouille an, zufällig? Einer weniger! Lege das Ziel ab! Kontrollpunkt gesichert? Schon fertig? Und der Schmerz wird registriert. Nee, jetzt kommt erst die Verteidigungsrunde, okay. Und die kommt von da. Wo ist die Munitionskiste? Hier ist die Munitionskiste. Wir müssen nachladen. Ich komme zu dicht hier. Ist mir zu dicht, ist mir zu dicht. Kommen die von überall. Ah, jetzt kommt hier einer. Der zögert, der zögert, der zögert, der zögert. Okay, selber schuld. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Wo ist denn der hin? Da ist er. Oh,
Heiler ist immer blöde. Sehe gar nicht richtig. Oh, ich habe mir gestunt irgendwie. Da ist er irgendwo. Jetzt habe ich ihn. Man sieht ja schon wegen der Sonne so schlecht. Ah, die rennen alle vorbei hier an mir. Der hier hingelaufen. Da ist er. Da müsste gleich der Chef kommen hier. Jetzt kommt der Chef. El Jefe. Ah, voll daneben. Ah, shit. Was hast du getan? Ah. Kommen wir zu dicht gerade. Klein bisschen. Captain Jetto heißt er. Captain Jetto. Bei mir läuft's nicht gut. Das ist ja alle Heiler. Komm ich irgendwie durch? Nee. Oh doch. Ziel außer Sicht! Na Captain Jetto, du guckst so schön aus der Deckung raus, ne? Selber schuld, ein bisschen. Und da liegt das letzte Teil, was wir brauchen. Yes, sehr schön. Hier, Holster, umgekehrtes Lederholster. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Jo, dann looten wir erstmal in Ruhe und dann müssen wir, glaube ich, wieder in der Operationsbasis das Projekt abgeben. So, den gehen wir mal abgeben. Inventar schon wieder fast voll, allein durch diese Projekte hier. Zu viel Loot durch diese Kontrollpunkte. Aber wir gucken mal, ob jetzt das kommt, was ich denke. Achso, ich muss ja mal spenden. Ja, oder anders so. Erstmal die Spenden abgeben, dann ist es erfüllt, genau. Verziertes Lederholster. Ja, umgekehrtes Lederholster, ja, und geölter Hammerschutz. Zack, abgeschlossen. Showdown im High Noon Saloon, genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Das letzte Stück des Originalobjekts wurde ausgemacht. Es wird von einer Einheit der Black Task transportiert. Der Konvoi soll an einer Bar nordöstlich des Weißen Hauses Zwischenstation machen. Fangen Sie ihn ab und beschaffen Sie die letzte Komponente. Seien Sie nicht vor Ihnen da. Man muss dort irgendwie nach 12 Uhr da sein. Und wir haben es jetzt 15:35 Uhr, das heißt, die Gegner sollten da sein. Die Bar ist irgendwo, ich glaube hier, mit nördöstlich des Weißen Hauses, ist ein bisschen schlecht beschrieben. Ich glaube, die Bar ist hier.
Das ist gar nicht so sehr nordöstlich. Kann ich mich da nicht hinporten hier? Nee. Mal laufen. Dann laufen wir. Dann laufen wir halt. Dann ist es so. So, ich bin jetzt nochmal am nächsten Tag ja wiederbekommen, weil man muss das zu einer bestimmten Uhrzeit wirklich machen. Man muss das wahrscheinlich genau zwischen 12 und 13 Uhr machen. Und ich war ja gestern irgendwie 15 Uhr hier oder so, wir hatten es verpasst. Da kamen keine Gegner mehr. Es ist aber meines Erachtens wirklich hier diese Ecke von dem Haus. Hier ist das Weiße Haus und hier ist ein großer Block. Und hier drin ist die Kneipe, da wo auch das Echo ist. Wo wird es angezeigt? Wird das Echo nicht angezeigt? Doch, hier. Hier ist das Echo. Und hier drin ist die entsprechende Kneipe da. Und wir haben es jetzt 12.02 Uhr, 12.03 Uhr. So, wir gehen jetzt mal rein. Und gucken mal, ob die Typen da sind. So, hier sind jetzt auch ein Haufen Gegner drin. Das müsste schon der Boss sein, genau. Was ist das? Caden Aintraco. Traco, Traco, keine Ahnung. Der müsste das Teil dann fallen lassen. Der Bot ist hin. Jo, das war jetzt nicht gut. Aber nicht weiter tragisch. Komm schon, Draco, komm hoch. Steh auf. So, und da ist es auch schon. Das letzte Teil, was wir benötigen. Holster Dreckkruste. Die Dreckkruste. So, müssen wir bestimmt wieder erstmal... halb verkehrt. Verbündete Kämpfer entdeckt. Beim Projekt jetzt hier spenden. Dreckkruste spenden. Jo. Hey Agent, wir haben hier drüben ein Projekt, das Sie fertigstellen können. Ja, dann gehen wir zurück zum Weißen Haus. Und jetzt sollten wir alle Teile erhalten. Zum Craften braucht man dann noch zwei High-End-Holster, glaube ich, um dann letztendlich das exotische Holzer herzustellen. Muss nochmal gucken, ob das mit irgendwelchen Holzern geht oder ob das spezifische Holster waren. Jetzt gehen wir erstmal ab und holen uns die entsprechenden Teile. Wir haben, was wir brauchen. Danke. Ja. Da kriegen wir die Blaupause und die vier epischen Zutaten, die wir brauchen. Oder Crafting Material. Episch sage ich schon. Exotisch heißt es ja hier. Damit gehen wir jetzt runter an den Crafting Table, an die Werkbank. Und müssten jetzt dann theoretisch das Holster herstellen können. Wir brauchen hier, aha, modulares Holster Providence und Petrov Droplek Holster. Können wir die herstellen? Petrov können wir herstellen, Droplek-Holster und modulares Holster. Okay, wir müssen also das herstellen. Jo. Und das herstellen. Und jetzt sollten wir das bauen können. Warum geht's nicht? Achso, ich muss die Objekte erst auswählen, ist klar. Jo. Jo. Anfertigen. Nice. Da ist es. Dodge City Revolver Helden Holster. Taschenspielertrick, das Haupttalent, ne? Es geht nur mit einer Pistole, also es macht keinen Sinn, das in irgendeinem anderen Bild zu verwenden, obwohl die Werte top sind, aber es geht einfach nur mit der Pistole. Präzision, Stabilität, das ist eigentlich das, was unheimlich wichtig ist. 400% optimale Reichweite. Ja, ist ganz gut, aber... theoretisch haben viele Pistolen schon so ganz gute optimale Reichweiten, sodass das nicht der Hauptgrund ist, das hier zu spielen oder das hier zu machen. 40% Nachladetempo, Pistolen haben eh kurze Nachladezeit,
Na, wer mit Revolver spielt, kriegt ja 20% Revolverschaden. Das würde nochmal richtig reinhauen. Leider mag ich Revolver gar nicht. So, Perforator. Wenn man einen Kopfschusskill mit der Pistole macht, hat man mit Primär- und Sekundärwaffen dann 8 Sekunden lang 20% mehr Waffenschaden und durchschlagende Wirkung. Kommt jetzt für mich in meinem Pistolenbild nicht so in Frage, weil ich ja nach der Pistole dann nicht zurückwechsel irgendwie auf die Primär- oder Sekundärwaffe. Und das ist jetzt hier ein reines, sag ich mal, geht rein um diese hier oben hauptsächlich. Und wir können auch hier zwei Angriffsmods reinhauen. Damit kriegen wir auch nochmal einen Haufen Pistolenschaden rein durch diese ganze Änderung jetzt. Dass es keine System- und, weiß nicht, Protokollmods mehr gibt, sondern halt Hauptsache rot rein hier, zwei rote Mods rein. Und dann haut das Ding im Pistolenbild so richtig gut rein. Ja, haben wir es geschafft. Hat ein bisschen gedauert, ist klar, ist ein bisschen aufwendig. Ich habe jetzt unheimlich viel Zeit durch das Warten auf den nächsten Tag verbraucht. Aber ansonsten, sag ich mal, ist die Geschichte in, was habe ich denn jetzt überschlagen? Eine Stunde 10, eine Stunde 20 ist die Geschichte erledigt. Reine Spielzeit ungefähr. Na, das längste sind die drei Kontrollpunkte auf Stufe 4. Aber ansonsten ist es eine Sache, die kriegt man also, wie gesagt, auch ganz locker solo hin. Kein Ding. Ja. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst ein Like da, und wenn ihr mich noch unterstützen wollt, dann denkt bitte mal ein Abo nach. Ansonsten sieht man sich ja beim nächsten Mal. Ciao, ciao.